Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ihr mit Power BI lässige und aussagekräftige Reports und Berichte für eure Visualisierung eurer Daten darstellen könnt. Gehen wir rein! Power BI gibt euch die Möglichkeit, aus diversen Quellen, wie zum Beispiel hier diesen CSV-Files, die ihr hier bei mir seht, ganz normal CSV-Files. Ich mache mal kurz eine CSV-File auf. Das ist eine Kundendaten im CSV-Format. Ihr seht hier typisch CSV. Es gibt eine Kundennummer, es gibt Kundendaten und so weiter. Wie aus all diesen CSV-Files, hier gibt es auch Produktdaten, hier gibt es Kalenderdaten, Regionsdaten und es gibt Transaktionsdaten, so etwas auf die Reihe bekommt. Und zwar mit relativ wenig Aufwand könnt ihr all diese Daten in einen zusammenhängbaren Report reinhängen, die untereinander mit den sogenannten Visuals auch noch filterbar sind, um euch Trends, Visualisierungen, Entwicklungen, Filterungen sowohl mit geografisch unterstützt als auch zum Beispiel mit Diagrammcharts verschiedenster Möglichkeiten hier anzuzeigen. Auf Klick könnt ihr also hier eure Produkte auswerten, eure Customer, eure Kundendaten hier vergleichen und so weiter und so fort. Diese Elemente, die ihr hier im Bildschirm seht, sind die sogenannten Visualisierungen oder Visuals. Diese Visualisierungen werden mit den Feldern, also mit der Datenquelle miteinander verknüpft und dann hier auf dieser Canvas, auf dieser Seite eure Visualisierungen, so wie ihr es für euch benötigt, anzeigen zu können. Wie geht man hier jetzt also von Anfang an vor? Ich mache mal hier diesen Bericht wieder zu. Das erste, was ihr benötigt, Leute, ist dieses Programm Power BI Desktop. Power BI Desktop oder der Power BI Desktop Client, den könnt ihr gratis runterladen von powerbi.com, braucht nur eine gültige E-Mail-Adresse und könnt damit bereits arbeiten. Dieses Programm ist gratis, damit könnt ihr eure Berichte erstellen. Ihr seht jetzt hier zu Beginn hier so ein Startfenster, erste Schritte, ihr könnt hier erste Testberichte oder Telefonberichte, ihr könnt einen Blog abchecken, ihr könnt in die Foren und die Neuigkeiten. Dieses Programm könnt ihr euch, wie gesagt, von powerbi.com runterladen. Der nächste Schritt wäre dann, dass ihr eure Daten abruft. Ihr erinnert euch an die CSVs, die ich gerade gezeigt habe. Dazu hat man hier im Register Start die Möglichkeit, auf Daten abrufen zu klicken und hier aus allen möglichen Datenquellen Daten hineinzuholen. Das können CSV sein, das können Excel-Mappen sein, Power BI selber, SQL-Server, aber noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Wenn man hier auf Weitere geht, dann checkt mal ab, was hier alles möglich ist an Datenquellen. Das ist wirklich unpackbar und wird immer wieder auch aktualisiert und erweitert. Ihr könnt hier also zum Beispiel Daten abrufen von SQL, Access, die älteren Datenbanken, Oracle und so weiter und so fort. Ihr könnt hier sogar Google, Dynamics, Exchange, Adobe und so weiter abrufen. Alle möglichen Fremdservices auch, die es hier gibt. Ihr könnt hier Power Plattform nutzen, Azure für die geschäftlichen Webdaten und so weiter und so fort. Ganz besonders möchte ich euch ans Herz legen, diese Möglichkeit, Ordner. Ihr könnt hier Dateien, ich zeige es euch nochmal, die in denselben Ordner liegen. Wenn ihr zum Beispiel Monatsdateien habt im Excel oder CSV-Basis, ich sehe das hier bei meinen Transaktionen, 97, 98, die gleich aufgebaut sind von der Struktur, also die gleichen Überschriften, die gleichen Daten, die gleichen Formate, Monatsblätter zum Beispiel, Quartalsblätter, reinholen ins Power BI und wenn dann neue Daten hineinkommen, einfach die neuen Daten mit der ähnlichen Struktur, weil mit den neuen Daten oder gleichen Struktur hier reinziehen, und die Daten wären dann aktualisiert. Also wenn ich jetzt hier 97 und 98 hätte und 99 reinkommen würde, würden die Daten von 99 genauso hier reingezogen werden, wenn sie gleich aufgebaut sind. Ich zeige es euch kurz. Das ist die erste CSV, das sind die Transaktionen von 97. Relativ simple mit Product ID, Customer ID und so weiter. Und die zweite, die 98er, wenn ihr schaut, die ist komplett gleich aufgebaut hier. Nur eben mit den Daten von 98 und wenn ich dann die Daten zur Verfügung hätte mit 99, also die auch gleich aufgebaut ist hier, hätte ich die Möglichkeit, die hier reinzuziehen und die Daten werden dann nach dem Aktualisieren automatisch in den Bericht eingelesen. Tolle Sache, könnt ihr euch wirklich damit Zeit sparen. Wenn ihr also hier startet, dann geht ihr auf Daten abrufen, ihr wählt also hier den Datentyp aus, zum Beispiel in meinem Fall Text CSV. So, das erste, was ich jetzt mache, ich gehe mal dorthin, wo die Daten liegen, wo ich in meine
Daten benötige, um sie reinzuholen. Das ist in dem Fall hier dieser Ordner hier. Und ich kann hier diese TSVs mal rein und ich zeige euch mal diese Kundendaten, die werden reingeholt. Der erste Step ist, ihr landet dann hier beim Reinholen der Daten im sogenannten Power Query Editor. Der Power Query ist eine Möglichkeit, die Daten abzurufen und im Vorfeld zu transformieren. Ihr seht hier so eine Vorschau der Daten. Ihr könnt die Daten gleich am Power BI hineinladen, in Power BI hineinladen oder ihr geht zuerst, was ich empfehlen würde, auf Daten transformieren. Wenn ihr auf Daten transformieren klickt, dann geht dieser Power Query Editor auf. Das ist neu. Diesen Editor gibt es übrigens auch 1:1 auch im Excel, um daraus Pivot-Tabellen zu erstellen. Also könnt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ihr seht jetzt hier die Kundendaten hier, die Customer Lookup hier bei mir und habt da oben Möglichkeiten, die Daten aufzubereiten. Das würde jetzt den Zeitraum dieses Videos sprengen. Wenn ihr zu diesem Power Query noch ein weiteres Video sehen wollt, wie ihr generell Daten aufbereiten könnt, dann schreibt es mir runter in die Kommentare, dann mache ich euch ein Video, wie ihr mit Power Query prinzipiell arbeiten könnt. Ich möchte euch hier stellvertretend Folgendes zeigen. Wenn ich hier First Name und Last Name meiner Kunden markiere und hier oben in der Karte Transformieren den Eintrag auswähle, Spalten zusammenführen, Merge Columns, einfach nur die beiden markieren und hier bei Transformieren auswählen, kommt ein ganz simples Dialogfenster auf dem Bildschirm, wo die Spalten zusammengeführt werden. Trennzeichen wäre zum Beispiel ein Leerzeichen. Der Name wäre zum Beispiel Full Underline Name. Ich gehe auf OK und ich sehe sofort, dass hier aus diesen beiden Spalten hier der komplette Name der Kunden zusammengeführt wurde, ohne Formel, ohne Verketten, ohne Kaufmuster und einfach hier im Editor. Ich könnte übrigens genauso hierher gehen bei Custom Address und genau das Gegenteilige bewerkstelligen. Ich könnte so hier die Nummern und die Adressen aufsplitten, wenn ich diese Spalte hier markiere und hier jetzt in dem Fall auswähle, Spalte teilen, nach Trennzeichen, dann heißt es, ich trenne die Spalte auf den ersten möglichen Trennzeichen hier, beim äußerst linken Trennzeichen, egal ob es jetzt 4 Stellen sind oder 3 Stellen. Power BI checkt es, macht 2 und ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, House Number. Ohne Formel, ohne irgendwelche Assistenten kann also hier diese Spalte hier generiert werden. Ausnahme Customer Address. So. Das Interessante beim Power Query, es gibt kein Rückgängig, kein Steuerung Z, es gibt aber rechts diese angewendeten Schritte. Wenn ich hier unbenannte Spalten, geänderter Typ, guck mal, was hier links passiert, und Spalte nach Trennzeichen teilen, entferne, dann werden die Schritte wieder entfernt und die Daten werden wieder genauso aufbereitet. Kurz gesagt, im Power Query könnt ihr eure Daten aufbereiten, sie von neu erstellen, teilen, ihr könnt die Formate anpassen, ihr könnt natürlich auch mit der rechten Maustaste Spalten entfernen, die in der Quelle natürlich immer noch vorhanden sind, aber dann danach im Bericht nicht benötigt werden. Natürlich ist dieses Power Query aktualisierbar, das heißt, ihr könnt eure Abfrage jederzeit hier aktualisieren, wenn sich in der Quelle Daten geändert haben. Die Quelle kann CSV, SQL, Excel, was auch immer sein. Im Power Query schaut alles gleich aus. Ein Punkt noch in dieser Kundenliste, ihr seht also hier Customer Country. Customer Country hätte ich gern in Großbuchstaben. Ich wähle hier die Spalte aus und wähle dann hier in der Karte Transformieren Format Großbuchstaben. Text in Großbuchstaben. Jetzt möchte ich nur die ersten drei Buchstaben haben für diverse Datenschnitte, dann danach im Bericht. Immer im Hinterkopf behalten, das ist für den Bericht Mexiko, Kanada, USA, Mexcan, USA. Das heißt, ich lasse die Spalte markiert, klicke da oben auf Extrahieren und ziehe über die ersten Zeichen, erste Zeichen, die ersten drei Zeichen raus von links, also Mexcan, USA und gehe auf OK. Und ihr seht, wie hier sofort die Spalte angepasst wird, die Inhalte. Ich habe also hier jetzt die Möglichkeit, mit denen oder nach dem Power BI zu arbeiten. Wenn ich mich verklicken sollte, hier zum Beispiel 2 getippt hätte statt 3, dann kann man hier nicht nur den Schritt entfernen, ich mache es nochmal kurz, jetzt seht ihr wieder, wie es vorher war, ich gehe also nochmal extrahieren, erste Zeichen, wähle den Eintrag aus, 2 Irrtümer statt 3 und bestätige. Jetzt habe ich nur 2 Buchstaben, komme drauf, ups, ich brauche 3. Der Schritt wird jetzt nicht entfernt, der Schritt wird hier rechts mit diesem Gear-Icon, dem Zahnrad, angepasst. Und ich wähle 3 Zeichen aus, bestätige und habe bereits hier meine Daten zur Verfügung. Wenn ich fertig bin, kann ich dann hier mit Schließen und Übernehmen das Ganze zurückgeben an mein Power BI.
Ich kann jederzeit, nachdem ich die Abfrage wieder zurückgegeben habe in Power BI, die Abfrage wieder öffnen, indem ich dann einfach hier rechts dann hier auf Daten transformieren gehe und die Daten eben, ihr seht jetzt also hier die Daten, ihr seht jetzt also zum Beispiel hier die Full Name Spalte, die ich generiert habe. Wenn ich es nochmal abchecken möchte, gehe ich auf Daten transformieren, der Power Query geht auf und ihr seht die Abfrage noch einmal, wenn ihr dann nachträglich was ändern wollt. Jederzeit möglich, also Power Query ist an den Power BI Bericht gekoppelt. Und so könnt ihr Step by Step eure ganzen Daten reinholen, wie zum Beispiel die Kundendaten, wie die geschäftlichen Daten, Store-Daten und so weiter. Ich habe diese Schritte jetzt für euch, ich werde es nochmal aufmachen hier, in dieser Datei bereits erledigt. Das heißt, ich habe auch andere CSV-Files mit dem Power Query reingeholt, habe ein wenig transformiert, gar nicht so viel, nur ein wenig, also ihr könnt es euch vorstellen, verschiedenste Datenquellen hineinholen und dann im Power Query für euch eben aufbereiten, so wie ihr es benötigt, um die Daten reinzuholen. Und wenn jetzt dieses Modell hier, dieses Datenmodell, wie es offiziell heißt, geöffnet wird, dann geht jetzt der neue Power BI Bericht auf, eben mit den ganzen Quellen. Also wenn ihr jetzt schaut, dann seht ihr hier auf der Seite hier Kalender-Lookup, Custom-Lookup und so weiter und so fort. Das sind also alles meine Quellen, die ich bereits hier alle reingeholt habe mit dem Power Query. Wenn ich es nochmal abchecken möchte, klicke ich oben auf Daten transformieren. Dadurch wechsle ich wieder zurück in diesen Abfrage-Editor, der eben, ich sage es nochmal gerne, auch im Excel 1:1 implementiert ist. Diesen Pfadfehler lassen wir jetzt mal außen vor. Und ich kann dann hier mit Kalender-Lookup zum Beispiel hier draufklicken und kann dann hier verschiedene Sachen machen hier. Ich kann Jahre reinholen, ich kann Monate reinholen, Quarter und so weiter. Wenn ihr dazu, wie gesagt, zum Power Query noch weitere Infos braucht, dann einfach bei mir melden, dann in die Kommentare, dann zeige ich euch, wie das geht. Relativ easy. Ja? Und jetzt habt ihr also hier die ganzen Daten zur Verfügung und könnt dann hier diese Daten mit diesen Visuals hier, die ihr seht, kombinieren, um eben diese Seiten aufzubauen. Ja. Bevor ihr das aber machen könnt, kommt nach dem ersten Schritt dieser Aufbereitung der zweite ganz wichtige Schritt. Es gibt nämlich hier, wenn ihr schaut, drei Ansichten. Es gibt die Report View, also die Berichtssicht. Es gibt die Datensicht, wo ihr die Daten hier nochmal Excel-ähnlich nochmal sehen könnt. Also hier zum Beispiel diese ganzen Felder habe ich in Power Query generiert, wie Quartal, Name des Tages und so weiter. Und dann gibt es diese Modellsicht, weil was ihr hier reinholt im Power BI, ist das sogenannte Datenmodell. Das bedeutet, dass diese Tabellen miteinander verbunden werden. Und zwar, wenn ihr schaut, es gibt hier Kundendaten, wenn ihr schaut. Und jeder Kunde hat selbstverständlich eine eindeutige Kundennummer. Und jeder Kunde wird wahrscheinlich auch mehrere Bestellungen tätigen. Das heißt, wenn ihr schaut, habe ich hier eine Customer-ID und hier eine Customer-ID in der Transaktionstabelle. Wenn ich über diese Linie drüber fahre, ja, dann sehe ich diese gelbe Linie. Und ich sehe hier einen Einser und hier ein Sternchen, das 1:1 bedeutet, es gibt eindeutige Kundennummern, jeder Kunde hat eine eindeutige Nummer und es gibt eben mehrere Bestellungen. In den Firmen ist es so normalerweise, dass man so Hilfstabellen, so Lookup-Tables hat, wo jede Tabelle einen spezifischen Zweck hat. Kundendaten, Filialdaten, Produktdaten, auch Zeitdaten. Ihr seht hier zum Beispiel Product-ID, dasselbe Spiel, Product-ID ist hier und die Product-ID wird mit den Transaktionsdaten über das gemeinsame Feld verbunden. Das heißt, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, Leute, dass ihr eben mehrere Daten habt, die über das gemeinsame Feld miteinander connected sind, wie eben die IDs hier, ID, die Store-ID und so weiter und so fort, auch die Product-ID. Das ist die Voraussetzung. Hier eindeutige Daten und hier eben die 1:N Beziehung, wie es so schön heißt, um das zu machen. Wie macht man das jetzt? Ja, ich werde mal hier diese Beziehung mit der rechten Maustaste rauslöschen, wie ihr das seht. Wenn die Daten bei euch dann reingelesen wurden, dann wechseln die hier, wie gesagt, hier in diese Modellsicht. Ich nehme jetzt die Custom-ID und kann sie einfach mit Drag and Drop auf die andere ID in der dazugehörigen Tabelle drüber ziehen, dann loslassen und die Beziehung wird automatisch erstellt, in dem Fall im 1:N. Ihr seht auch hier den Datenfluss doppelklicken und ihr könnt das Ganze nochmal abchecken in der Beziehung zwischen den beiden Daten. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr zurückgehen und im dritten Schritt, wenn ihr wollt, dann hier die Berichtssicht aufrufen. Und all diese Daten, die ihr jetzt gesehen habt, sind natürlich jetzt miteinander verbunden über dieses Datenmodell. Über die gemeinsamen Beziehungen kann man also hier hergehen und auf dieser Canvas, auf dieser Seite hier zum Beispiel hergehen und zum Beispiel hier einen Chart auswählen. Zuerst wird das jeweilige Visual ausgewählt
Danach geht man her und kann entweder hier die Suche nutzen oder man weiß, welche Daten man braucht, wenn ich hier zum Beispiel Customer Country auswähle hier. Und dann danach noch Zahlen dazu natürlich benötige, in dem Fall jetzt die Transactions, hier die Total Transactions. Das ist ein sogenanntes Measure. Dann seht ihr jetzt sozusagen hier nach den verschiedenen Datenquellen, auch nach anderen Filterungen natürlich hier sofort angezeigt die Transaktionen für diese drei Länder. Und zusätzlich könnt ihr natürlich hier mit den sogenannten Datenschnitten, zum Beispiel hier den Jahresdatenschnitt rein auf Klick, und ihr könnt sogar vergleichen 97, 98, 97 nur USA, 98 alle drei Länder wieder löschen. Das heißt, das Entscheidende ist für euch, dass ihr die Visuals hier, da gibt es verschiedene Arten, hier gibt es die Chart Visuals, hier wenn ihr schaut, da gibt es verschiedene Möglichkeiten wie in Excel. Dann gibt es die geografischen Visuals für die Zuordnung oder das Flächenkartogramm. Es gibt Maßstab für Zielerreichung, es gibt den ganz wichtigen Slicer. Und es gibt diese Excel-ähnlichen Visuals wie Tabelle, wie Matrix und so weiter und so fort. Es gibt die Karten. Die Karten geben euch die Möglichkeit, Kenndaten, zum Beispiel hier, wenn ihr schaut, gibt es Kenndaten hier, die ihr in sogenannten Karten euch darstellen lassen könnt. Ihr seht also hier zum Beispiel hier Transaktionen nach dem Wochenende und unter der Woche, in dem Fall nach, nach Districts. Hier habe ich noch die Möglichkeit, nach weiblichen und nach männlichen Kunden zu filtern. Hier die Möglichkeit nach den Store Countries. Und alles, was ich hier im Filter, wenn ich also sehen möchte, die Zahlen für die Transaktionen am Wochenende und unter der Woche für die Kunden in Kanada, die männlichen Kunden in Kanada, da schaut es also so aus, Vancouver, Victoria. Ihr seht also hier ein ziemliches Gefälle, selbstverständlich zwischen Weekend und Weekday. Und 10 Sekunden später oder 5 Sekunden später gehe ich auf die weiblichen Kunden in USA. Und sehe jetzt hier auch gleich mit der Zahl hier die Verteilung LA, Salem, Tacoma, San Diego für die weiblichen Kunden in den USA eben mit den Transaktionen. Diese beiden Kennzahlen sind sogenannte Measures. Measures sind berechnete Werte, die man auch noch zusätzlich erstellen kann, um das Datenmodell, wie es so schön heißt, anzureichern. Dazu wird eine sogenannte Formelsprache DAX verwendet, die ähnlich aufgebaut ist wie die IntelliSense-Sprache in Excel. Also wenn ihr schon Excel-affin seid, ist es definitiv kein Nachteil, hier das Datenmodell anzureichern. Zu diesen Measures möchte ich dann in einem Advanced-Video noch diese ganzen Möglichkeiten zeigen, wie ihr dieses Datenmodell weiter anreichern könnt. Hier geht es einmal darum, dass ihr seht, okay, es gibt eben meine Datenquellen. Die Datenquellen kann ich jederzeit hier mit Daten transformieren, nochmal abchecken in Power Query. Es gibt meine Beziehungen im sogenannten Datenmodell, die erstellt werden, um das ganze Datenmodell zu erstellen und danach auf dem aufbauen, kann ich also hierher gehen. Und hier mit den Visuals in Verbindung mit diesen Feldern hier verschiedenste Arten der Auswertung hier generieren. Ich habe also hier ein sogenanntes Tree-Map-Diagramm, wie ihr es vielleicht von Excel kennt. Ich habe hier diese Map, also hier von meinen Kundendaten hier. Machen wir hier oben mal die DAX-Formel ein bisschen kleiner, dass es nicht so stört. Und ich kann also hier nach verschiedensten Quellen hier filtern, die US-Daten, die mexikanischen Daten oder auch zum Beispiel hier auf California klicken oder hier auch wieder wegklicken, Filter. Und unten gehen die Zahlen mit und natürlich kann ich also hier weitere Filterungen vornehmen, um hier all meine Auswertungen darstellen zu können. Das läuft alles hier in diesem Power BI Desktop Client, in diesem Programm hier, das ihr seht. Wie gesagt, das könnt ihr runterladen von powerbi.com. Ist ein frei runterladbarer Client und man erstellt einmal primär diese Berichte in diesem Desktop Client, um eben hier für Visualisierungen zu sorgen, die eben euch genau diese Sachen anzeigen, die ihr halt für eure Daten braucht. Hier zum Beispiel hier Mexico City oder LA oder Beverly Hills. Und so weiter und so fort, um eben die Daten auszuwerten und auch geografische Zusammenhänge, die Returns zum Beispiel retournierten waren, hier in Beverly Hills oder hier in San Francisco, um die ganzen Daten auch hier zu vergleichen. Und das ist eben Power BI. Es gibt eben die drei Steps im Workflow. Zuerst die Daten eben hier mit Startdaten abrufen, hier aus verschiedensten Quellen abrufen, in meinem Fall hier die CSV-Files. Danach landet ihr automatisch, wenn ihr auf Daten transformieren geht, hier in diesem Power Query Editor, um die Daten für euch aufzubereiten, wie ihr vorher gesehen habt. Danach gebt ihr das Ganze zurück. Mit Schließen übernehmen wird das Ganze ans Datenmodell oder eben auch Power BI zurückgegeben. Und das Ganze würde auch im Excel funktionieren, um darauf aufbauen, Pivot-Tabellen zu erstellen. Dann geht man hierher und erstellt eben diese Beziehungen zwischen den verschiedenen Quellen. Das kann also CSV sein, das kann SQL sein, Excel, Text.
Webdaten. Sie müssen halt nur gemeinsame Felder haben, damit ihr hier für euch dieses Komplett-Datenmodell aufbereiten könnt. Und wenn ihr dieses Datenmodell aufbereitet habt, ja dann Leute, dann könnt ihr die Ernte einfahren und dann geht sie los, die wilde Fahrt, indem ihr hier auf diesen Seiten, ihr könnt hier weitere Seiten machen, hier natürlich, zuerst eben das Visual auswählt, zum Beispiel hier ein Slicer, wie ihr es aus dem Excel kennt. Wenn ich also hier jetzt zum Beispiel eingehen würde, nehmen wir mal nochmal Country. Ihr habt hier so eine Suchleiste, kann ich das Store Country auswählen und bekomme die Store Country hier, diesen Slicer, diese Wishes könnt ihr jederzeit verschieben, wie es benötigt hier. Ihr habt dann die Möglichkeit, hier mit dieser Format Pane hier zum Beispiel hier bei den Auswahlsteuerelementen zusammen eine Einfachauswahl oder doch wieder die Checkboxen. Ihr könnt alles außer noch dazu nehmen. Ihr habt die Möglichkeit natürlich auch hier mit Farben zu spielen, und zwar richtig lässig hier. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Slicer oder diese Visuals generell noch anzupassen, wie es eben für euch benötigt. Auch dazu auf Wunsch gerne ein extra Video, wie ihr mit diesen Visuals hier spielen könnt. Hier geht es mal nur im Überblick, was ihr prinzipiell machen könnt mit diesem ganzen Programm. Und wenn das Ganze angepasst ist, dann könnt ihr sofort natürlich mit diesen aktualisierten Möglichkeiten weiter vorgehen. Es gibt dann auch übrigens eine eigene Filteransicht hier. Es gibt einen Filter für dieses Visual oder für die ganze Seite oder sogar für den ganzen Bericht. Da gibt es also so noch Advanced Features, die gar nicht so komplex sind, wenn man es mal gesehen hat. Also kann man den Filter auf verschiedenen Ebenen stellen. Ich möchte euch noch kurz eine Sache zeigen, wenn ich hier auf diesen Jahresslicer klicke, dann gibt es hier im Register Format da oben die Interaktionen. Die Interaktionen bedeuten, wenn ich diesen Visual hier auswähle, also wenn ich hier filtere, kann ich hier festlegen, soll hier auch gefiltert werden auf den anderen Visuals. Ja? Wenn ihr hier schaut, wenn ich hier ein 9798 habe, hier ist das Ausgangsvisual, dann würde hier gefiltert werden, hier gefiltert werden und hier. Wenn ich jetzt hier auf dieses Stopp-Symbol klicke und auch hier auf dieses Stopp-Symbol, würde heißen, dass hier vom Ausgangsvisual ausgehend, hier, wenn ich hier filtern würde, in dem Fall nur dieses Visual auf dieser Seite gefiltert wird. Ich kann das also hier wieder abchecken. 98 sehe ich also hier meine Zahlen für 98, 97 für 97 und ich sehe, dass sich hier nichts geändert hat, weil ich hier noch andere, natürlich andere Filterungen laufen habe. Ja? Aber im Prinzip geht es darum, dass ihr mit diesen Interaktionen hier festlegen könnt, wie wird das Visual, die anderen Visuals gefiltert, wenn ich hier dieses Visual für das, auf dieses Store Country hier klicke, kann ich ausgehend eben von dieser hier auch sagen, okay, die hier wird gefiltert, die hier nicht, also die hier wird nicht gefiltert, die wird gefiltert in den Sections und das wird nicht gefiltert. Das heißt, ihr könnt ja ganz bequem nach euren Vorstellungen vorgehen. Es hängt natürlich davon ab, was ihr vorher für andere Filter habt. Das ist die USA, wird hier also gefiltert, das bleibt natürlich hier alles gleich, das Diagramm. Aber diese Tabelle, diese Fische wird gefiltert. Ihr könnt also hier weiter vorgehen, ihr könnt also nicht nur formatieren, ihr könnt auch die Art der gegenseitigen Filterung hier einrichten auf diesem Power BI Bericht. Und es gibt eben hier noch ganz interessante Sachen wie diese Filterpane, wie eben die Möglichkeit Meshers zu erstellen. Die Meshers erstellt ihr hier mit der rechten Maustaste mit neues Mesher. Das ist eben dann schon ein bisschen im Advanced-Bereich angesiedelt, aber auch das funktioniert. Und wenn ihr eben mit diesen ganzen Seiten spielt, habt ihr dann die Möglichkeit hier, und zwar aktualisierbar selbstverständlich, mit euren verschiedenen Möglichkeiten hier verschiedene Seiten aufzubereiten. Und diese Seiten werden dann übrigens zurückgegeben an einem Power BI Bericht. Das wäre dann aber, also online, das wäre dann natürlich dann nicht hier. Das würde dann so funktionieren, dass wir dann hier mit veröffentlichen. Man braucht, und dafür brauchst du aber ein Dienstkonto im Power BI Bericht. Dieses Dienstkonto ist kostenpflichtig und wenn man hier veröffentlichen will, kommt man auf eine Website, wo man dann die ganzen Daten, die man hat, für die Kollegen der Firma oder für externe auch verteilen kann. Ja. Das heißt, man landet, man geht dann hier raus aus diesem, aus dieser Canvas, aus diesem Bericht und geht hier in den Power BI Dienst. Wie gesagt, das ist wieder ein eigenes Thema für sich. Wenn man in diesem Power BI Dienst arbeitet, kann man hier Dashboards erstellen und Apps erstellen und die kann man dann teilen. Aber nochmal, das ist kostenpflichtig. Ja. Wenn ihr dazu Informationen benötigt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein, Leute, ich zeige euch die Informationen, wenn ihr wollt. Aber das war jetzt mal ein Überblick für euch, wie ihr bei euch mit dem Power BI Desktop Client die Daten reinholen könnt, die Daten aufbereiten könnt in diesen Editor, dann in Beziehung zueinander stellt und dann hierher geht und mit diesen Visuals arbeitet, um sie hier mit den Feldern zu connecten und dann eben hier solche lässige Seiten aufzubauen.
Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt es mir runter in die Kommentare. Weitere Videos zu diesem Thema braucht. Es wird immer mehr gefragt, Power BI. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Und ich sehe euch dann im nächsten Video, Leute. Ciao.